Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar spielen wir zusammen Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Und das ist der zweite Ableger der Mario und Luigi Serie. Es gibt 5 Teile. Ich habe mich entschlossen, erst den zweiten zu spielen, weil ich gerade mehr Bock auf den habe als auf den ersten Teil. Und ja, Mario und Luigi 2, also generell die Mario und Luigi Serie, ist eine RPG Serie. Und es gibt noch eine andere, und zwar Paper Mario, aber die unterscheiden sich noch ein bisschen. Auf jeden Fall, dieser Teil, der ist so geil. Also das Spiel ist auf jeden Fall, also jetzt nicht blind, ist kein blind Let's Play, aber ich werde es einfach relativ blind gestalten, weil es wäre kacke, wenn ich sage, ja, das passiert jetzt das. Ach ja, genau, genau. Und deswegen werde ich es einfach versuchen, ein bisschen blind zu gestalten. Und 2 Spielstände, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Es kann übrigens passieren, dass jetzt einige Versprecher oder so kommen. Es ist einfach 4 Uhr morgens und es ist so scheiße heiß, ne? Es ist so fucking heiß, Alter. Ich würde sagen, wir starten mit dem Spiel und los geht's. Vor wirklich langer Zeit, irgendwo im Weltall, an einem dunklen, feuchten Ort, gemieden von Sternenlicht, lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Klingt creepy, oder? Einfach nur gruselige Tagträumer, nicht wahr? Falsch. Sie waren Suchende. Suchende. Suchende nach einem Zuhause. Okay, ja, also sind die eigentlich nicht. Aber ist klar. Okay. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt. Ein Land der Schönheit und des Friedens. Ja, sollen die jetzt hier einziehen, oder wie? Also, Deutschland ist nicht gemeint jetzt, ne? Also, nö. Ich find's so ein Spaß. Okay. Haben wir schon ein bisschen mitbekommen? Oho. Junger Meister Mario und Luigi. Ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. Yay! In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach einem Spielkameraden sehnt. Sie benimmt sich eher trotzig. Drückt oben auf den Scheiß, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. Let's go, Mann! Ja, wir spielen jetzt hier Mario, also Baby Mario und Baby Luigi. Und wir gehen jetzt mal oben zur Princess. Ich hoffe nicht, sie ist in another castle. Oh Mann. Okay, los geht's. Ja, mal schauen. Lol. What the hell? Ich, Prinz Bowser, nehme Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt mich nicht. Was könnt? Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, Mann! Das kannst du nicht machen, Alter! Ich schwör auf alles, en garde. Verpiss dich. Weil er fackelt ihn einfach ab. Du bist dran, Wendelbro. So, der erste Kampf gegen Baby Bowser. Alles klar. So, also wir haben jetzt hier ein Action-Kommando zur Verfügung, und zwar den Sprung. So, wir können ganz lame springen oder halt auch, wenn wir kurz vor der Landung nochmal X drücken, einfach mehr Schaden machen. Und zwar mache ich jetzt mehr Schaden. Bam, 3 Stück. 3 Schaden. Er macht jetzt Feuer. Können wir auch mit X alles ausweichen und so. Hey, lol, ist das Ding in dem PC drin? Nee, okay. Alles klar. Junger Meister Mario. Für Zeit. Ach so, jetzt labert der jetzt. Ja, okay. Action-Kommando muss er mir nicht erklären. Das weiß ich noch alles aus dem Spiel. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr das Spiel kennt oder ob ihr das selber besitzt. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn das Action-Kommando verkackt. So sieht das dann nämlich aus. Bam. Verkackt. Und jetzt mache ich ihm Damage. Ja, jetzt will er mir sagen, wie ich ausweiche. Das musst du mir aber nicht erklären. Weil ich das eigentlich relativ gut kann. Bam.
So. Ich glaube, der ist auch gleich tot. Ja, alles klar. Das war's. Blurt. Okay. Bitch. Okay. Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren. Blurt. Als ob der Blurt sagt. Hä? What the hell? Hm? Ja, denke ich mir auch gerade. Okay. Ja, nee, was geht denn hier ab? 4 Stück. Eigentlich könnte Bowser Jr. die doch ownen, oder nicht? Das ging, würde eigentlich klar. Vergiss, was ich gesagt habe. Alter. Okay. Pilzgrüngericht Gegenwart. RTL Mittagsshow. Der berühmte Erfinder Professor Aigit hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Das ist schön. Die Kraftquelle der Maschine? Der erstaunliche Kobaltstern. Sieht echt schön aus. Die Enthüllung fand im Pilzpalast statt. Und wurde von Besuchern aus nah und fern verfolgt. Ja, RTL Mittagsshow, sag ich doch. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. Ja, eine Zeitmaschine ist schon krass, Alter. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Gegend... Wahrscheinlich der Gegenwart, der Vergangenheit aufbrach. Okay, krass. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Toadsworth außer sich vor Sorge. Ja, habe ich gemerkt. Details folgen zum 11. Alter, keine RTL-Scheiß-Show, bitte. Prinzessin, bitte kehrt zurück, Eure Majestät. Ich muss sagen, Ich halte die Schnauze, komm. Ich weiß, du vermisst sie und blabiblub, so. Übrigens, das habe ich jetzt schnell weggeklickt. Der Professor Aigit meinte jetzt so, dass es zu 99% möglich ist, dass sie wiederkommt halt, ne? So, den Pep-Pilz holen, okay. Wo ist denn der bitte? Lakito Cam. Ja, komm, bist du dieser RTL-Reporter? Ja, du musst mir gar nichts sagen. Sag mir, ja gut, doch, zeig, ja gut, da ist der Pep-Pilz, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Ich möchte jetzt... Ja, man kann sich halt bewegen, zeigt das wahrscheinlich. Ja, genau. Das werdet ihr alles gleich schon sehen. Ne? Das muss ich hier echt nicht erklären, weil es ist halt jetzt echt so ein bisschen Tutorial und ich versuche das einfach größtenteils einfach zu überspringen, weil das ist einfach lame. Das nimmt einfach nur Zeit weg für das Let's Play. Und dieses Spiel ist so genial. So, ihr seht, ist der Mario hat sich oben bewegt. So, eine Münze, nice. Unten gab der motherfucking Pilz. Schön. Verpiss dich. Ich muss diesen scheiß Pilz holen. Eine Treppe? Wo geht die eigentlich hin? Wollen wir mal gucken? Oh, lol. Okay. Ja, komm, wir holen jetzt einfach den Pep-Pilz. Ich denke mal, wir müssen da irgendwann eh nochmal hoch. Also von daher. So hier, oder? Ja. Ich finde, muss ich sagen, diese Pilz vom Pilzgrünreich, die Musik ist okay. Aber generell, Soundtrack-mäßig ist das Spiel echt Bombe. Und nicht nur darin ist es Bombe. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, hier rein. Übrigens, das Spiel hat am Ende von der Story einen Mega-Twist. Also die Story ist der Burner, der Shit. Oh, da ist ein Doktor. Toadsworth. Irgendwelche letzten Worte? Kann ich... Was? Kann ich deinen Stopp? Lol. Prinzessin. Oh, als ob. Der ist echt behindert. Die Prognose ist düster. Ich befürchte, unser lieber Toadsworth hat sich in einen Pilzschock hineingesorgt. So. Ja. Voller Shit. What the hell? Ich hab den Scheiß, man. Chillt euer Leben. So. Okay. Ja, genau. Ja, Mann.
Okay. Er ist wieder back in business. Was ist jetzt hier los? Komm, jetzt nochmal diese dreckigen Raumschiffe. Was ist das denn? Das ist doch die Zeitmaschine, geil. Ja, warum... Oh, die sieht ein bisschen ramponiert aus. Werfen wir doch mal einen Blick drauf. Die Zeitmaschine ist nun zurückgekehrt, aber irgendwas fehlt. Was mag nur schiefgegangen sein? Oh, Prinzessin, willkommen zu Hause. Eure Majestät, ich war voller... Ja, hat doch Ähnlichkeiten mit der, oder? Also ich meine, ein bisschen Schminke drauf und dann passt es doch. Also ich meine, sieht doch gut aus. Hm? Ich habe jetzt nichts. Ja, ist cool. Let's battle, bitch! Und die Musik, die Mucke ist hier so krass. Was willst du schon wieder, Mann? Action Kommando, Mann. Ist genau wie bei Baby Mario, Baby Luigi. What the hell? Okay, alles klar. Okay. Ist genau dasselbe. Kurz vorm Aufprall, sag ich mal, A drücken, dann macht man mehr Damage und. Boah, schade. Ich hätte es gern gekontert. Das ist eigentlich ein Witz bei ihm. Ja, und jetzt will er mir sagen, wie man ausweicht. Jetzt noch den Konter. Aber das ist eigentlich relativ einfach, wie ihr seht. Aber ich kann euch schon mal sagen, im nächsten Part wird noch ein bisschen Tutorial kommen. Aber danach ist Schluss mit Tutorials. Also nicht komplett. Oh, er ist tot, okay. Und hier kriegen wir 6 Erfahrungspunkte und Mario steigt ein Level ab. So, wir kriegen hier schon mal für das Level schon Stat Boost. Aber wir können uns jetzt selber noch aussuchen, Random Stat hier einfach noch erhöhen. Also KP, Kraftpunkte, ganz klar. Angriff ist auch klar, Verteidigung auch. Viel halt tanken können. Geschwindigkeit ist auch, Gegner sind halt relativ schnell, also haben halt auch Stats, ne? Und die sieht man zwar nicht, aber die können halt auch schneller sein und so weiter. Und der Bartwert, der ist ganz geil. Er macht nur Sinn, eigentlich ist der am besten, ne? Naja, ich glaube, ich riskiere es nicht. Der Bartwert, der reduziert in, also wenn man einen guten Bartwert hat, dann wird sehr viel reduziert im Laden. Sag ich mal, ein Pilz kostet 20, du hast ein Bart von 50 oder so, kostet du noch 10 oder sowas, ne? Ist eigentlich ganz cool und erhöht die Critical Hits, also die Quote. So, ich würde sagen, wir erhöhen mal... den Angriff, oder? Bam! Plus 2! Okay, gut. Ich habe jetzt echt mit einer 1 gerechnet, weil ich generell habe... unnormal viel Pech in Spielen und im Real Life. Ich habe einfach Pech. Das ist ein so kleiner Fun Fact. Keine Spur von der Prinzessin. Nein! Dieses schreckliche Monster. Bleib mal ruhig, Digga. Mann, lass erstmal eine Shisha rauchen, ey. Lass erstmal gerade ein bisschen zocken, Alter. Das Ding hier, das zeigt mir an, wo sich Peachy gerade befindet. So ein bisschen im Pilzkönigreich der Vergangenheit, so, ne? What the hell? Hast du doch gerade ausgedacht, den Scheiß. Laber nicht. Ich weiß nicht. Und da die Zeitmaschine arg angeschlagen zu sein scheint, können wir auch nicht so einfach herausfinden. So ein bisschen. Was willst du, du Lappen, hä? Was ist los? Ein seltsames Loch im Garten? Fresh. Das ist möglich. Dass die Rückkehr der Zeitmaschine Löcher ins Zeitkontinuum gerissen hat. Auf zum Garten, Digga. Klar, Mann. Okay. Da ist der Garten, also. Okay, los geht's. Oh yeah. So, der Typ, der labert uns jetzt voll mit Scheiße. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Das weiß ich noch ganz genau, dass der mit uns mit Sprüngen zulabert und so eine Scheiße, weißt du. Das skippe ich jetzt echt mal. Aber das muss nicht sein, sowas. Generell, die Anfangsgespräche sind relativ unwichtig. Kann man sagen. Ja, gut. Naja, ist ja auch jetzt 4 Uhr morgens, ne? Oder, ja. Und ja. So, los geht's. Erstmal hier nochmal ein Save machen. So, Level 2 und Luigi ist noch Level 1, weil er nicht im Kampf beteiligt hat. Aber das ändert sich halt noch in der nächsten Zeit. Wie ich es vermutete. Es ist ein Zeitstrudel.
Jawohl. Dieser Strudel ist ein Portal in die Vergangenheit. Keinen Zweifel. Es hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Was machst du, Trottel? Ah, okay. Vorsicht, Jungs. Wenn ich mich nicht irre, führt diese Zeitstrudel zurück durch die Zeit. Zurück in ein jüngeres Pilzkönigreich. Die Frage ist nur, wohin ins Pilzkönigreich? Die nächste Frage ist, ob man jemals wiederkommt. Sollten wir diesen Zeitstrudel nutzen, um die scheiß Prinzessin zu retten? Meinst du echt, Mann? Wir können auch zu KFC gehen, ey, und chillen. Das scheint keine üble Idee zu sein. Können wir mal hier schön KFC oder so. Oder Mc's. Ich würde jede Wette drauf... Alter. Abschließen, dass dies die beste Möglichkeit wäre. Oh, Junge. Sie nicht zu retten und einen Cheeseburger zu fressen. Meister Mario! Luigi, du hast genauso viel Luck wie ich. Meister Mario! Die Prinzessin! Luigi ist in diesem Scheißstrudel, ja? Und dieser dreckige Spacken... Ach komm, der ist so dumm. Keiner sorgt sich um Luigi. Meister Mario, Mann! So, wo kommen wir denn jetzt hin? Das ist mir mal die Frage. Dorf Kuddelmuddel, okay? Okay. Die Karte sieht aber nice aus oben. Oh, schön gereiert, hä? Na, jetzt Totswap, oder? Passen Sie auf das Leder auf, Professor. Kein Grund, so zu schieben. Oh, Sie müssen Mario sein. Jo. Laut dem Professor sollte sich hier auch ein Luigi befinden, aber ich kann ihn nie... Na, er liegt unter dir. Genau. Oh, meine Güte, sind Sie Luigi? Ich... Tut mir wirklich sehr leid. Hey, chill out, komm. Jetzt ist gut. Ja. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Man nennt mich auch, Steck weg. Echt? Steck weg? Oh, nee. Steck weg. Das ist voll die Abklatsche von... Okay, alles gut. 08-20. Professor Agit hat mich erfunden. Ich bin sozusagen ein Koffer. Nee, echt. Der Professor schickte mich hierher, um ihn zu, ja. Okay. Ja, assistieren ist akkurat. Ich bin, ach, halt die Fresse, Alter. Ich bin sehr komplex, ich bin der Überking und ihr seid alle nur dreckige Spacken. Ich bin der Überking, habt ihr verstanden? Ja, alles klar. Start. So, wir können jetzt den Offer öffnen. Hashtag Offer köffnen bitte in die Kommentare. Alter. Epic Fail. So, wir können jetzt den Offer köffnen. Okay. So, hier sind die Pilze. Hier haben wir Ausrüstung, also die Bekleidung. Und Orden kommen auch noch dazu. Und hier sehen wir unsere Stats. Kommt auch noch was dazu, das kann ich euch sagen. Wir können jetzt noch den Offer... Ja, die Zeit, die Münzen und blablablub. Muss mir nicht erklären, echt nicht. So, das war die Vorstellung. Schönen Dank. Aber jetzt bräuchten wir deine Hilfe gerade nicht. Zurück zum Abenteuer. Jo. Können wir jetzt nicht einfach zu... Nö. Okay. Ach, Luigi, komm. Wir haben gesehen, dass es weggegangen ist. Das bringt nichts. Als ob... Gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter und werden wahrscheinlich zu Dorf Kuddelmuddel oben aufbrechen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und Aktivität ist natürlich ganz wichtig, finde ich sogar wichtiger. Und ich würde mich mal interessieren, ob
jemand von euch das Spiel auch besitzt oder ob ihr das überhaupt kennt, das Spiel. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr das Projekt weiter gucken würdet. Und ja, ich würde sagen, haut da rein, bewertet das Video und ciao.